Schau Leute, was geht? Herzlich willkommen zu diesem wunderbaren Video. Fortnite ist momentan down. Wir sehen nur gerade das hier. An der Stelle muss ich ganz ehrlich sagen, ich habe es auch wirklich ein bisschen vermisst tatsächlich. Und da ich das Live-Event selber nicht gesehen habe, meine Freunde, würde ich sagen, schauen uns Lukas und ich. Ich weiß nicht, warum ich Lukas dabei habe. Eigentlich hätte ich es auch alleine machen können. Lukas? Warum fragst du mich dann, Junge? Gut, Lukas war einfach im TS, meine Freunde. Keine Ahnung, wir machen es einfach mit ihm. Ich würde sagen, meine Freunde, wir ziehen uns mal ganz kurz rein, wie andere Streamer auf dieses Live-Event reagiert haben. Und ihr könnt mir gerne mal in die Kommentare schreiben, was ihr glaubt, was in der neuen Season Fortnite 11 auf uns kommt. Auf uns kommt. Also was kommt da auf uns? Nicht was kommt da auf uns zu, sondern was kommt da auf uns? Ist es Regen? Ist es Wasser? Ist es Wir wissen es nicht. Es wird spannend bleiben. Fortnite. Yay. Okay. Ich würde sagen, wir machen jetzt mal das Video an, meine Freunde. Und gönnen es mal ganz kurz rein. Hier sehen wir Dr. Lupo, der sich gerade reingönnt. Wie hier vorne dieses Alert-Symbol schon über Dusty kommt. Und jetzt kommen diese Raketen, ne? Ah, ne, jetzt kommt erstmal die große Rakete, die in Dusty startet. Junge. Ganz ehrlich, Digga. Man kann sagen, was man will, es ist ein geisteskrankes Live-Event gewesen. Ich habe es leider nicht mitbekommen, Leute, aber es ist insane, wie es aussieht. Guckt mal bitte, Leute. Holy shit, Junge. Es ist so geil gemacht, auch gleich. Digga. By the way, Leute, ich werde nicht auf Fortnite wieder Full-End umswitchen. Ich werde weiterhin Minecraft und Fortnite bringen, so wie das schon immer gewesen ist. So, Rakete startet also. Lupo ist noch relativ entspannt, ne? Ja, Digga, noch ist nichts. Pass auf, jetzt. Aber jetzt geht's los, ne? Oh mein Gott, was passiert jetzt? Yo. Jetzt alles voll mit Rifts. Alter. Digga, das war so episch. Digga, ne? Generell, die Idee von Rift ist so eine geile Idee eigentlich, finde ich. War die Mucke in-game? Ja. Oh mein Gott, diese Raketen schlagen jetzt. Boom. Alter. Boom. Die ganze Zeit. Hä? Aber er ist ja voll relaxed, Junge. Seine ganze. Das Game, was er die ganze Zeit spielt, wird gerade kaputt gemacht und er guckt einfach nur. Jetzt gleich geht's erst los, Digga. Oh mein Gott, die fliegen alle um diese Meteoriten rum, ne? Ne, jetzt wird man erstmal so weggeschleudert. Ja, spoiler mich doch. Ehrenmann. Achso. Ehrenmann, danke dir dafür, Bro. Ja, Junge, wie kann man das auch gestern verpasst haben? Mann, keine Ahnung, Alter. Der Meteor ist weg. Oh mein Gott. Oh mein Gott, stell dir mal vor, zu dem Zeitpunkt alle so entspannt, Alter. Entspannt. Das Game ist safe, die Map ist safe. Season 11 wird genauso geil. Man kann 3 Mechs ineinander stellen, dann hat man einen Turbo-Mech. Super geil. Geil! Wenn da nichts passiert, ne? Wenn die Map jetzt, wenn die genauso bleibt. Nein, ich glaube, die müssen ja jetzt eine komplett neue Map machen, oder? Wird ja kommen. Also jetzt, wenn wir das hier gerade aufnehmen, Leute, ist halt noch dieser schwarze Punkt da in Fortnite. Also wir wissen auch noch nicht, was abgeht. Und jetzt, Digga. Er ist aber echt super relaxed dabei, ne? Und jetzt. Guck mal, nicht mal das wundert ihn. Digga, der Typ ist so richtig emotionslos. Dr. Lupo, was ist los, was Alter? Was passiert hier gerade? Wow, da kommt eine Rakete. Digga. Und da ist er. Da ist er, Digga. Oh mein Gott. Und diese 5 Raketen kommen mit runter, oder was? Ja. Und schlagen jetzt in Loot Lake ein. Rein, Digga. Oh Gott, Alter. Das ist ja krass, weil Standardskill ist ja die ganze Zeit unten noch mit dem Golfkart rumgefahren hier auf der Map, ne? Während das Event war. Keiner weiß, wie er es gemacht hat, aber Standardskill halt. Ehrenmann. Oh! Jawohl. Oh mein Gott, diese Raketen, wohin gehen die jetzt? Ja, das die schlagen auch rein. Aber pass auf. Wo? Hey, die fliegen ja von der Insel runter. Okay, krass, hab ich gestern gar nicht drauf geachtet. Alter. Und lol. Digga, es ist so eben. Krank gemacht, Alter, krank gemacht. Kann man nicht anders sagen, Mann, wirklich. Jetzt nochmal hingucken, das letzte Mal, die alte Map. Er entspannt so, Alter. Er entspannt sich so sehr. Auch die Musik jetzt, muss ganz leise sein, nur zuhören. So. Da kommt der Bus, rein, lol. Digga. Und jetzt. Das klingt halt so nach Neuanfang, urknallmäßig, ne? Ja. Das ist halt das Ding, Leute. Oh mein Gott, okay, das wird krass werden, glaube ich. Das wird krass. Dr. Lupo, das hier ganz gut weggesteckt. Ja, jetzt kommt mal dieser Ring, den kennen wir alle, ne? Das ist absolut entspannt. So viel auf jeden Fall zu Dr. Lupo. Gucken wir mal, was Tim dazu sagt. Okay, er ist gerade in der Lobby. Nee, Alter. Dabei warst du Fortnite. Dann kam das halt. Oh mein Gott. Nick E.H. LOL. Und dann kam auch der Punkt. Man kann auch nichts klicken, man kann seine Beins nicht ändern, gar nichts, ne? Krieg Gänsehaut bei dieser Musik, ne? Alter. Yeah, it turned off the same way, but if it was fake. Oh mein Gott, Nick EH hier auch komplett am Chillen, Alter. Crazy, crazy, okay. Schauen wir mal ganz kurz, was Ninja und Tifo dazu sagen, meine Freunde.
Digga, Ninja hat einfach nicht gestreamt. Echt nicht? Nee. Das ist ja ein Mysterium, warum Ninja das streamt. Weil die mit das größte Event von Fortnite. Krank. Okay. Tegel macht sich hier gerade ready. Viele denken ja, dass Ninja schon vorher wusste. Kann sein. Passiert. Ja. Oh, they almost just hit those fools. Der ganze Raketen, ne? Oh mein Gott, Alter. Guck mal, Tiffy hat richtig Bock drauf, Alter. Er hat richtig Bock normal, drauf. Der ist auch halb. Digga, okay, die 5 Raketen fliegen jetzt wieder da rein, Leute. Zu dem Zeitpunkt gab es auch keine Waffen mehr, ne? Ne. Boah, Digga. Oh mein Gott. Als ob er nicht stirbt. Oh mein Gott, er hat's überlebt. Alle Fetzen. Nein, Alter. Er war ja richtig nah dran, Alter. Digga. Das ist halt so krass, weil das halt Tiffys Landing Spot gewesen ist. Er ist ja immer da gelandet auf dem Metroiden, Alter. Krass, Mann, jetzt ist der weg einfach. Das ist nochmal eine ganz andere Sicht. Guck mal, wie episch das einfach aussieht. Oh mein Gott, Leute. Er rastet auch richtig aus. Guck mal, wie er abgeht. Man sieht ja auch nichts mehr. Er baut sie hoch. Nee, kann man nicht. Alter, man konnte nicht mehr bauen dann, ne? Nee. Lol. Oh nein, Tiffys Meteor ist weg. Aber auf der Map ist er noch drauf. Guck mal. Hast du gesehen? Ja, ja, noch ist er da. Where'd she go? Er kommt wieder, mein Freund, glaub mir. Oh Gott, Alter. Oh yo, Alter. Oh yo. Dieser riesige Laser, siehst du den da im Himmel? Ja. Hey, krank. Da hinten, dieser rote Streifen hinter dem Haus jetzt. Siehst du das? Ja, bin ich blind oder einfach nur... Ach so, doch, da, ja. Und boom, oh Digga. Gott, Alter. Tiffy ist richtig drin, Digga. Ja, muss guck mal, wie alle wegfliegen. Digga, holy. Das Game, das full was Besonderes. Alter. She's coming back, she's so pretty. Und ich hab, muss jetzt ehrlich sagen, richtig Bock auf Season 11, wa? Season 10 ging mir gar nicht gut rein, Digga. Auch ein Grund, warum ich halt Fortnite gequittet habe, wegen diesen ganzen Mechs und allem drum und dran. Digga, es wird krass werden. Alter, du musst dir vorstellen, die haben diese Musik extra dafür komponiert. Weißt du, was ich meine? Das ist eine andere Welt einfach. Digga, das ist, in welchem Universum leben wir, dass Spiele so etwas machen, Alter? Weißt du, was ich meine? Digga, Fortnite hat alles zerstört. Die mussten jetzt ein Event bringen. Das ist geisteskrank. Okay, jetzt kommen wieder diese Raketen runter. Was ich echt interessiert hätte, was passiert wäre, wenn eine Rakete jemanden getroffen hätte. Aber überleg dir auch mal, wie lange die das schon geplant haben müssen, ne? Ohne Witz, mit allem drum und dran, ich glaube, sie haben wirklich gesagt, so, wir haben hier einen Contentplan für 7 weitere Seasons ausgelegt. Weißt du, was ich meine? Das ist halt das Ding, so, sie müssen ja wirklich alles geplant haben. Und Leute, eine Sache kann ich euch jetzt hier wirklich top-exklusiv sagen, das ist no joke. Ich war ja bei Epic Games, bei der WM. Und ich habe mich wirklich, und das ist jetzt kein Joke, das sage ich jetzt nicht, weil ich daraus Clickbait machen will oder sowas, mit Pudis, dem Map Creator, gemeinsam mit dem Lead Designer, dem Lead Game Designer von Epic Games unterhalten. Bin auch mit Discord irgendwie mit ihm verknüpft und sowas. Und er hat uns gefragt, was wünscht ihr euch als Content Creator eigentlich? Was kommt für die neue Season? Das war kurz bevor Season 10 kam. Und er hat eine Sache, hat er ja fast schon so halbwegs zugestimmt, denn ich habe gesagt, ich fände es geil, wenn es so wäre wie in Season 2. Weniger Mobility, ausgewähltere Mobility, weniger OP-Waffen, mehr gebalancedes, besseres Matchmaking und eine komplett neue Map, die wirklich wieder an die Season 2 erinnert. Und ich weiß nicht warum, aber er hat mir so das Gefühl gegeben, als wäre das vielleicht so etwas, was kommen könnte. Und ich muss mich gerade daran erinnern, weil ja jetzt die neue Map quasi vor der Tür steht. Und vielleicht, meine Freunde, vielleicht kommt das wirklich auf uns zu. Das ist no joke. Wir saßen in der Bar in der Ecke an einem Tisch mit Hand of Blood und mit einem auf der YouTube-Party und haben mit ihm darüber gesprochen. Der hat uns halt ein paar Sachen gefragt, was wir gerne sehen würden. Und wer weiß, meine Freunde, wer weiß, ob uns jetzt wirklich morgen eine neue Map oder die Tage eine neue Map erwartet, die komplett, also eine neue Map muss ja kommen, die alte Map ist ja weg, aber eine komplett neue Map erwartet, die wirklich daran erinnert, wie es in Season 2 und 3 gewesen ist, meine Freunde. Nämlich ein wirklich gutes und richtig gut gebalancedes Battle Royale, ohne seltsame Game Mechanics, ohne zu OP-e Fahrzeuge, ohne Flugzeuge, ohne Max, ohne alles. Einfach nur ein extrem geiles Game. Wenn die das nicht machen, dann haben die sich, glaube ich, abgeschossen. Und dann ich glaube auch, dass die damit echt eine Menge Probleme bekommen dann. Ja. Wie gesagt, und gerade bei dem Punkt hat er halt gesagt, okay, let's see what's coming. Und hat mich halt so zwinkernd angegrinst. Also, wenn jemand weiß, was abgeht, dann er. Ja? Ja, Leute, ich bin gespannt, was uns in Season 11 erwartet, Mann. Ehrlich, also... Das ist mir gerade so eingefallen tatsächlich, dass ich mit ihm ja gequatscht habe. Alter, das ist so insane gemacht. Das ist so schön, Alter. Es ist einfach auf einem künstlerischen Niveau hochwertig gemacht, wirklich. Guck dir mal an, wie das aussieht. Das ist überhaupt nicht billig, Digga. Das ist Action-Movie. Findest du doch krass, wie sowas klappt ohne Update vorher. Ja. Und dass das nicht gedata-mined wird. Weißt du, was ich meine? Ja. Diese ganzen Dateien sind drin und alle sind überrascht.
Alter, seine Reaktion ist ja preiswert, Digga. Sehr richtig geil, Alter. Boah, die Mucke, Digga. Warte, jetzt will ich wissen, wie er reagiert. Er sagt, möchtet ihr weiter auf dieses gespreizte Arschloch gucken, Alter? Also Leute, entweder gestern ist es passiert, wo dieses Video raus ist, oder tatsächlich morgen oder am Donnerstag oder heute sogar schon. Wir wissen es noch nicht. Eine Sache, die ich euch sagen kann, meine Freunde, ich habe mich mit den Leuten da unterhalten und die haben auf jeden Fall wirklich, und das ist ganz geil, Epic Games hat eine Sache immer gut. Sie hört gut auf die Community, auf die Content Creator und sie haben mir die Sache mit den Bots schon ausgetestet und ich bin mir sicher, dass das Matchmaking kommen wird in der neuen Season. Ein richtig vernünftiges Matchmaking, entweder mit einem Hidden Rank, wo man den Rang sehen kann, oder mit einem Public Rank, was traurig wäre für mich, weil ich ein absoluter Bot bin in dem Game. Richtig. Grüße geht raus an Trimax. Und dann wird gematchmaked. Dann kriegt man natürlich das Problem im Smurf und so weiter und so fort. Sollte verboten werden, in meinen Augen. Wird auch, glaube ich. Habe ich schon mal gehört. Glaube ich auch. Es gibt ja auch Games, die das komplett verbieten und wegbannen. Schauen wir mal, meine Freunde. Aber was ich euch sagen kann, ich habe so im Gefühl und aus der Unterhaltung jetzt so, wenn ich mich daran erinnere, dass die neue Map deutlich einfacher, schöner und wahrscheinlich größer wird als die jetzige Map. Das kann ich, glaube ich, einfach mal so ein bisschen sagen. Ich weiß es selber nicht. Ich müsste Ihnen das mal bei Discord schreiben, aber ich glaube, ich wäre da nicht der Einzige, weil er mit sehr vielen Leuten da ausgetauscht hat. Schauen wir mal, meine Freunde, was kommt. Falls das Video jetzt schon outdated ist, weil die neue Map schon online ist, dann seht ihr, ob sich bewahrheitet hat oder nicht. Ich würde sagen, meine Freunde, das war's von diesem wunderschönen Video. Schaut auf jeden Fall gerne bei TFU, bei Dr. Lupo, bei Nick E30 und bei Tim the Tatman vorbei. Nicht bei Evive, das war auch irgendwann Tim the Tatman, glaube ich. Ist doch egal, Leute. Alle Leute sind in der Videobeschreibung. Macht's gut, haut rein, bis zum nächsten Mal. Auf Wiedersehen. Tschüss. Peace.